Remo, suchen Hilfe. Und schon geht das los. So, wie ihr seht, geht es los. Wir sind soweit bereitet. Ich habe gerade, ja, mehr oder weniger das Signal bekommen, dass sie in ihr Versteck ist. Sie brauchte ein bisschen länger, weil sie einen anderen Weg nehmen musste, wie wir. Aber er ist zum, wenn ich so sehe, schon auf eine Fährte. Das Video wird sehr lang werden. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt heute irgendwie, aber nehmen an, bei YouTube könnte es klappen. Er sucht jetzt, hat er sich, ist nicht ganz sicher. Man muss sich auch so vorstellen, sie ist ja gestern Nachmittag gelaufen. Das sind ja nur auch ein paar Stunden schon her. Aber er hat die Nase schön unten, das sieht sehr gut aus alles. In der Zeit, wo sie die Fährte gestern Nachmittag gelegt hat, und wir waren ja nicht dabei, ich weiß daher auch gar nicht, wo sie genau ist, nur wo das Einsatzgebiet ist, so wie bei der Sonnenstaffel auch, dort bekommen wir natürlich auch unser Einsatzgebiet. Das kann ein Waldgebiet sein, das kann natürlich auch auch Häuser sein, kann eine Wohngegend sein, kann ein Wohnblock sein, dass da jemand irgendwo vermisst wird, ein Kind irgendwo abhanden gekommen ist und sich dort verirrt hat. Das kann alles Mögliche sein an Orte. Aber ein Einsatzgebiet bekommt man immer irgendwie. Jetzt muss ich ihn kurz eingreifen. Remo, steh! Hey, steh! Er hat die Leine unter die Beine. Das soll man ihn immer wegnehmen. Das behindert ihn beim Laufen. Remo, such und hilf! Such und hilf! Ja, ich höre dich. Du kannst uns sehen vom Versteck aus, wa? Er hatte die Leine unter die Beine. Ich sehe dich im Moment gar nicht. Und das ist auch gut so. Er ist sehr gut am Suchen. Dafür, dass die Spur erst ein Lichtmann ist. Sehr gut. Jetzt geht er zurück. Da ist sie nicht ganz sicher. Na gut, wie ihr seht, ist sie in Hochsitz. Hier ist natürlich auch sehr viel wild. Wir müssen bedenken, gestern Nachmittag die Spur gelegt. Über Nacht sind viel Rehe gelaufen, Wildschweine. Das kann ich natürlich jetzt alles verunsichern. Suchen hilft. Suchen hilft. Suchen hilft. Suchen hilft. Suchen hilft. Er hat jetzt wieder eine Spur, er war kurz raus. Wahrscheinlich hat das Wild ihn doch ein bisschen verunsichert. Wie gesagt, hier bei uns steht sehr viel das Wild auf Lichtung abends. Und das ist natürlich für Remo jetzt ein zusätzlicher schwerer Punkt. Aber er hat laut die Spur wieder. Das muss man sich mal vorstellen. Die Spur wurde gestern Nachmittag gelegt. Und hier sind so viele Menschen, die hier schon lang gelaufen sind, Pferde, sehr oft Reiter hier, denn das ganze Wild hier. Und trotzdem hat er immer noch ihre Spur. Das ist schon enorm, was ein Hund leisten kann. Hunde sind dafür, ja, ausgelegt, eine Spur zu verfolgen, die schon Tage alt ist, manchmal auch Wochen alt ist. Je nachdem, was für Witterungsverhältnisse gewesen sind, Regen, Schnee. Aber er ist sehr gut am Suchen. Also wenn euer Hund die Nase tief am Boden hat, das könnt ihr gleich mal bei Remo beobachten, so wie jetzt, dann hat er ganz intensiv eine Spur, die er ganz intensiv folgt. Jetzt wieder abgelenkt. Ihr seht, er ist rausgelaufen aus der Spur. Das waren wieder wahrscheinlich Rehe oder so. Aber er geht zurück auf die Spur. Und das zeichnet ihn aus, als Rettungshund. Jetzt ist er wieder ganz tief. Ich habe sehr viel Zug an der Leine. Normal soll man so viel Zug gar nicht haben als Mentrainer. Aber er hat sehr viel Zug.
jetzt guckt er, muss einen Richtungswechsel machen. Wo geht er hin? Geht er geradeaus? Geht er nach rechts? Geht er nach links? Nein, er will nach rechts. Er ist sich ganz sicher seine Spur. Er ist sich sehr sicher seine Spur. Er ist sich sehr, sehr sicher. Er sieht es. Seht ihr, wessen Druck ich auf der Leine habe? Das ist normalerweise nicht üblich. Normalerweise hat man die Leine ein bisschen locker. Aber er hat eine sehr intensive Spur. Er ist schon fast nicht mehr zu halten. Ah, da hat sie sich auch eine schöne Ecke ausgesucht diesmal. Also hier war Remo noch nicht. Und ich selber bin hier auch noch nicht gelaufen. Er lässt gar nicht mehr ab. Wie ihr seht, sind viele Pferdeäpfel. Also das sind natürlich Spuren für den Hund. Jetzt wird er ein bisschen abgelenkt wieder. Wild lenkt natürlich enorm ab. Aber er ist sich seiner Sache sehr, sehr sicher. Ich habe permanenten Druck auf der Leine. Jetzt haben wir Hundebegegnung, wie ihr da hinten seht. Das macht nichts, das ist sogar sehr gut. Das darf ich jetzt nicht aus der Fährte locken. Das ist gut, das lenkt ihn nicht ab. Ganz kurz hat ihn das mal kurz abgelenkt, aber er ist wieder in seine Fährte zurückgegangen. Seht ihr, jetzt hat er die Spur. Ja, fein machst du das. Ja, fein, super. Klasse, fein. Guck mal, wie schön er sie gefunden hat. Wunderbar. Lässt er sie gleich ab, lässt er sie gleich absitzen. So. Lassen wir ihn immer absitzen. Wunderbar. Das war wieder ein schöner Trail. Wir wünschen euch alle einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.